Diese Rechnung führt zu einer dieser fünf Antworten. Welche? Um diese Beträge zu bestimmen, brauchen wir den Wert von Quadratwurzel von 2, den von Quadratwurzel von 3 und den von Pi, damit wir diese Zahlen ordnen können. Diese ist die kleinste der drei Zahlen. Die mittlere ist Wurzel 3 und die größte ist Pi. Und deshalb wissen wir, dass dieser Betrag gleich ist zu Pi minus Wurzel 3, weil Pi ja streng größer ist als Wurzel 3. Dieser Betrag, das ist Quadratwurzel von 3 minus Quadratwurzel von 2, weil diese Zahl ja streng größer ist als diese Zahl. Quadratwurzel von 36 macht 6, Quadratwurzel von 9 macht 3, also steht hier 6 minus 3. Das kann man dann zwischen Klammern setzen und hier dieser Betrag ergibt Pi minus Wurzel 2, weil Pi ja streng größer ist als Wurzel 2. Dieses Pi minus Wurzel 2 müssen wir dann aber zwischen Klammern setzen, wegen dem Minus davor. Das führt dann also zu dieser Rechnung. Hier steht 6 minus 3, das macht 3, mal 4, das macht 12. Und hier verteilen wir noch das Minus. Dann haben wir hier minus Pi plus Quadratwurzel von 2. Das ist also die Rechnung. Da steht Pi und da steht minus Pi. Die beiden sind also weg. Hier steht minus Wurzel 3 und da plus Wurzel 3. Die beiden sind auch weg. Und minus Wurzel 2 plus Wurzel 2, die beiden sind auch weg. Was bleibt also übrig? Die 12. Das heißt, diese Rechnung führt zur Antwort 12 und somit ist die Antwort E die richtige. Auf die nächste Frage der Mathe-Olympiade werden wir im nächsten Tutorial antworten.